Das Wüstenland Mauretanien wird regelmäßig von Dürren heimgesucht. Die zusätzliche Ausbeutung der natürlichen Ressourcen bedroht das ökologische Gleichgewicht. Die Menschen hier leben meist von Viehzucht, einige betreiben auch Landwirtschaft. Seit 2001 hat die lokale Bevölkerung das Recht, ihre Ressourcen selbst zu verwalten. Zwei Regionen im Süden Mauretaniens haben das umgesetzt. Die Sahelregionen Haut El Garbi und Gudimara. In den beiden Regionen sind mittlerweile 39 lokale Vereine, abgekürzt AGLCs, aktiv. Die GEZ hat das Projekt initiiert. Jede Vereinigung entscheidet kollektiv, wie die Ressourcen genutzt werden. Die Vorstandsmitglieder verwalten auch die Einnahmen. Seitdem es unsere Vereinigung gibt, hat sich der soziale Zusammenhalt verbessert. Wir treffen uns und besprechen alle Probleme. Hinzu kommt, vorher haben sich die Menschen nicht für ihre Ressourcen interessiert. Jetzt haben wir verstanden, dass man sehr viel mit ihnen machen kann. Die Mitglieder haben eigene Regeln aufgestellt, wie mit den Ressourcen umgegangen werden darf. Vorher gab es solche Nutzungsregelungen nicht. Wer jetzt zum Beispiel unerlaubt Holz schlägt oder ganze Bäume fällt, muss eine Strafe in die Kasse der AGLC zahlen. Dadurch hat sich die Überwachung unseres Gebietes verbessert. Man sieht mittlerweile, dass sich die Pflanzen erholen. Außerdem haben wir auch Weiterbildung von der GZ erhalten, wie wir unser Land besser überwachen können. Die mauretanische Regierung unterstützt diese Dezentralisierung und hat dafür sogar das Forstgesetz geändert. Das entlastet den Staat. Gleichzeitig steigen die Chancen, dass sich so Wald- und Weideflächen besser regenerieren. Vorher war der Staat der Hüter der Naturressourcen und die Bewohner haben sie nur genutzt. Durch die Dezentralisierung sind die Bewohner selbst Herr ihres Schicksals und sind nun für die Verwaltung ihrer Ressourcen verantwortlich. Der Staat unterstützt sie lediglich. Training mit dem Dendrometer für die Techniker der Umweltbehörde. Mit dem Instrument können sie die Entwicklung des Pflanzenbestandes in einem bestimmten Gebiet feststellen. Regierung und GEZ organisieren gemeinsam diese Weiterbildungen. Bis jetzt haben die AGLCs in beiden Regionen 6.340 Quadratkilometer regeneriert. Das entspricht einer Fläche von 887.000 Fußballfeldern. Durch die Messungen können die Techniker den Index zur Vegetationsbedeckung erstellen. Diese Messungen des Indexes sind sehr wichtig für uns als regionale Vertretung des Umweltministeriums. So können wir genau verfolgen, wie die dezentrale Verwaltung durch die Vereine umgesetzt wird, ob es gut klappt oder nicht. Auch die Vereinigungen organisieren Trainings. Die Frauen lernen zum Beispiel, wie sie lokale Früchte wie die des Jujube zu Keksen verarbeiten können. Vorher haben nur Kinder oder Tiere diese Früchte gegessen. Die Schulungen werden von regionalen Organisationen veranstaltet. Sie sind auch sonst Ansprechpartner für die Vereine. Die Kontaktpersonen begleiten auch die Vereinstreffen, helfen bei Konflikten und zeigen, wie man am besten Kompetenzen weiterentwickeln kann. So können die Vereine nach und nach autonomer werden. Die Vereinigungen haben auch Schutzmaßnahmen für erodierte und ausgetrocknete Böden ergriffen. Kleine Steinwälle halten Erde und Regenwasser zusammen. Für vielgenutzte Bäume wie der Baobab gelten Schonzeiten, damit sie sich erholen können. Mittlerweile sind weitere Gemeinden aus beiden Regionen an einer Vereinsgründung interessiert. Wir möchten, dass die ganze Region nur von solchen Vereinigungen verwaltet wird. So kann man sie besser mit Regionen vergleichen, die nicht dezentral geführt werden.
Es gibt der Regierung eine Basis, um zu entscheiden, ob sie diesen Ansatz in ganz Mauretanien umsetzt. Die beiden Regionalregierungen jedenfalls sind bereit, ihre Verantwortung für das Management der natürlichen Ressourcen der lokalen Bevölkerung zu überlassen. So können sie die ländlichen Gebiete stärken, gerade im Hinblick auf Klimaveränderungen.